Science-Fiction Wirklichkeit zu machen, das ist Hacking. Genuas große Zeit schien längst vergangen. Ein alter Mittelmeerhafen, riesige Frachtschiffe und verfallene Fabrikbauten zierten einige Seiten in unseren Schulbüchern. Christoph Kolumbus wurde dort geboren. Das war Ehre genug. Doch die Reiseführer über Genua mussten umgeschrieben werden. Die Stadt wurde zum Symbol für eine ganze Generation. Die Kinder der nachgeschichtlichen Ära schrieben hier selbst Geschichte. Eines dieser Kinder musste sterben. Der 23-jährige Carlo Giuliani. Es geschah im Juli 2001. Alle Zufahrtswege zum Hafen waren gesperrt. Die Zeitungen berichteten über einen G8-Gipfel. Die Staatschefs übernachteten auf Kreuzfahrtschiffen, die im Hafen vor Anker lagen. Jeden Morgen kamen sie an Land, um über weltpolitische Fragen zu diskutieren. Ein Tross von Limousinen mit getönten Scheiben brachte sie zum Fürstenpalast hinter der großen Fontäne. Die italienische Regierung hatte einen Teil der Stadt abgesperrt, um die Gipfelteilnehmer vor Demonstranten zu schützen. So entstand die Rote Zone. Ein gewaltiger Kreisbogen aus Gittern und Betonblöcken riegelte den Hafen und die Hälfte der Stadt ab. Bis Genua war man stets mit gesenktem Kopf und beinahe spontan demonstrieren gegangen. An Orten wie Seattle, Prag oder Göteborg zeigte der neue antikapitalistische Widerstand erstmals Entschlossenheit. Es war schon zu gewaltsamen Zwischenfällen gekommen, aber niemals zur Tragödie. Heute denkt man in Genua wehmütig an alte Zeiten. Und eine ganze Generation fühlt sich gealtert. Junge Leute, die gerade mal knapp über 20 sind. Laila Dakli stammt aus Tunesien. Während des französischen Eisenbahnerstreiks 95 hat sie Kuchen für die Demonstranten gebacken. In Genua war sie eine Art Informationsrelais zwischen den verschiedenen Demonstrationszügen. Heute wünschte sie, wieder friedlich träumen zu können. Jeanne, je crois de toute façon changer beaucoup ma vie. Et étrangement, je crois que ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est l'impression d'être miraculée en permanence à Jeanne. C'est-à-dire d'être passé en permanence entre les gouttes et d'avoir vu à côté les gens tomber, se faire massacrer. Enfin. Et mon premier séjour, donc début mai, j'avais rencontré des Génois, des militants, et on avait exploré la ville un petit peu aussi rêvé sur ce qu'on pouvait faire, un petit peu. C'était. Bon, c'est ça, c'est une ville ancienne, c'est une ville pleine de mémoire, c'est une ville. Résistante, une ville. Oui, c'est ça, puis une ville de trafiquants aussi, une ville de pirates. Donc il y avait tout cet imaginaire qui forcément était présent dans les rues, dans les impasses, dans les égouts même, dans les toits. En fait, la ville a commencé à se transformer vraiment tôt, parce qu'il fallait tout refaire. Donc il y avait des opérations d'embellissement et donc de nettoyage. De la ville et donc moi j'ai vu des quartiers entiers se murer donc de la zone près du port qui était la zone la plus dense en population immigrée effectivement en partie insalubre mais et où vivaient des centaines et des milliers de personnes elle a été déclarée zone insalubre elle a été complètement enfin on voyait plus que des échafaudages. Et des immeubles murés, enfin la plupart des immeubles étaient murés. Silvio Berlusconi hatte erst vor kurzem die Wahlen gewonnen. Es war sein erster großer Gipfel. Alles sollte blitzen und perfekt funktionieren. Er ließ künstliche Zitronen an den Bäumen befestigen und untersagte es den Genuesen, ihre Wäsche vor dem Fenster aufzuhängen. Einwanderer mussten das Stadtzentrum verlassen. In den Wochen vor Genua wurde ein Carabiniero durch eine Paketbombe verletzt. Die Medien schürten Gerüchte, die Demonstranten würden AIDS-infiziertes Blut für einen Angriff gegen die Polizei sammeln. Angeblich seien auch 500 Särge bestellt worden. Rund um die Rote Zone mehrten sich die Angriffe auf Polizisten.
giovani ragazzi che magari avete, volete mangiare il pane, ma lo sapete per quali banditi lavorate? Lavorate per dei banditi, per dei criminali, per degli assassini, lavorate per della gente così, non ve ne rendete conto? Questi sono vostri fratelli, non li riconoscete, no? Guardateli bene in faccia, sono vostri fratelli, guadagnano come voi, mangiano come voi, quelli là c'hanno le puttane. Ce qui m'avait choqué le plus dans la construction de du mur de la zone rouge, c'est le fait que ça changeait totalement la perception de la ville. C'est qu'il fallait, en tenir compte en permanence pour se déplacer, que ça changeait tout simplement tout à la vie des gens. Mais comme il restait à peu près que nous dans la ville, ça nous changeait la vie concrètement, quotidiennement. Et puis ça faisait de cet espace un espace, complètement prison. On pouvait s'en enfuir, on pouvait partir dehors, on pouvait pas y rentrer. Et on voyait des gens derrière en train de regarder. Bon, et puis bien sûr, tous les policiers qui s'étaient postés autour, etc. Et c'est vrai que je pense que d'abord, ça n'a pas été pour moi un lieu, j'allais dire, de réflexion sur la stratégie. Ça a été vraiment une sorte d'énorme chape. Hein, et dès la veille au soir, hein, ils commençaient à construire, ils commençaient à s'installer, à rapprocher ces socles de béton. Et on voyait vraiment notre espace se restreindre et puis cette violence se matérialiser, se concrétiser, se souder. Enfin, c'était vraiment très choquant et très violent. Am Freitag, den 20. Juli, brach Leila schon früh morgens auf. Am Vorabend hatten 50.000 Menschen für illegale Einwanderer demonstriert. Alles war friedlich verlaufen. Leila marschierte mit den Pinks, dem sogenannten Rosa-Zug. In der neuen Protestbewegung hatten sich die alten Spaltungen innerhalb der linken Szene aufgelöst. Es war nicht mehr von Maoisten oder Trotzkisten die Rede, nur noch von verschiedenen Taktiken und Farben, die sie symbolisierten. Der Rosa-Zug forderte die radikale Leichtfertigkeit, eine Art fröhliche Subversion irgendwo zwischen Street-Party und Gay-Pride. Im Norden der Stadt versuchte eine Freundin von Leila, die Toulouserin Elise, die Gitter der roten Zone umzustürzen. Am späten Vormittag wurden die Pinks mit Wasserwerfern und Tränengas zurückgedrängt. Noch weiter im Norden, auf der Piazza Manin, verkündete Leila die Neuigkeiten. Für viele war Genua eine einzige Abfolge von Fluchten und Irrläufen. C'est vrai que Vergennes, c'était pas que ça, mais les moments. De fait, c'était peut-être dû à ma fonction de. Voilà, j'avais ce téléphone et je recevais les nouvelles et je recevais. J'ai pas reçu de rumeurs, j'ai juste reçu des signaux comme ça de voix en plus de gens que j'aimais, de gens qui étaient proches, qui me disaient. Et c'était toujours des moments où j'étais seule, quasiment seule, parce que je passais entre les gouttes, parce que je sais pas par quel miracle en fait. J'étais là et on me disait non, on va pas là. Enfin, quasiment comme à l'aveugle, j'étais guidée par des voix et par des rencontres aussi, parce que quand j'ai passé le cortège des désobéissants, j'ai croisé un ami italien qui revenait du chaos et qui avait des douilles dans la main et qui était complètement perdu et qui m'a dit passe pas par là une nouvelle fois, là-bas ils tirent sur les gens, moi je veux rentrer chez moi, et qui est juste passé, qui était dans un état de choc. Oui, donc il y a ces voix et ces visages dont je me souviens qu'on marquait ces moments-là. Même si je crois quand on dit, oui, quand on te dit simplement, il y a eu un mort, ça veut pas dire, enfin, oui, presque ça veut pas dire grand-chose quand, parce que de fait il m'a dit passe pas là, mais je suis quand même passée parce que de toute façon on était tous là, on n'avait pas le choix et on comprenait pas bien ce que ça pouvait vouloir dire parce qu'on avait vu tellement, moi j'avais vu du sang, vraiment Piazza Manin, on a vu des gens se faire massacrer, des gens en sang partout et ça devenait une espèce de paysage de terreur. Hein. Gegen 3 Uhr nachmittags hatte Leila etwas weiter nördlich Zuflucht gefunden. Auf der Piazza Manin blieben nur noch die Pazifisten des Lilliput-Netzwerks und einige Pinks zurück. Ein Dutzend Mitglieder des Black Bloc waren vorbeigekommen und hatten versucht, sich unter die anderen Demonstranten zu mischen. Das war typisch für Genua. Es nützte gar nichts, die Hände hochzunehmen.
complètement une fin d'innocence, c'est un... Je crois qu'on s'y attend toujours forcément à un moment, on sait ça, enfin on sait théoriquement. Alors bien sûr, oui, c'est ça qu'on peut appeler la fin d'innocence, c'est simplement expérimenter quelque chose qu'on devine, hein, mais... Oui, peut-être, mais j'aime pas beaucoup l'expression telle qu'elle est, parce que je crois que... Enfin, on n'a pas cette innocence-là, enfin... Je sais pas comment dire. Oui, on peut pas avoir cette innocence-là. Maintenant, on peut aussi... Oui, et en plus, il n'y a pas de fin à cette innocence-là. On peut toujours penser... Que ça peut pas arriver. Et c'est, non, enfin, c'est vital de penser que ça peut pas arriver. Ce type d'acharnement et de violence partout. Voilà, je crois que... Donc oui, mais il y en aura d'autres. Je pense que si ça recommence, il y en aura d'autres, j'espère que non. Mais j'imagine que si ça recommence, ça sera encore la fin de l'innocence. Jamais il y aura de... On s'habitue pas à ça. Je pense que... Ouais, voilà, c'est tout. Federico Martelloni studiert Jura in Bologna. Er war der jüngste Sprecher der Tutte Bianca, eine Bewegung zapatistischen Einflusses, die Ende der 90er Jahre in Italien entstand. Bis Genua glaubte er an die Möglichkeit eines Kampfes mit Symbolen und Worten. Sarebbe un errore credere che il G8 cominci con i giorni di Genova. In realtà le tute bianche, io con loro cominciamo a ragionare di Genova addirittura in una giornata di gennaio, in un'assemblea di gennaio a Venezia. Ed è un'assemblea in cui decidiamo di scommettere sulla possibilità di costruire Genova come il più grosso evento del movimento dei movimenti, del movimento che si batte contro la globalizzazione capitalistica. Genova inizia pubblicamente, ufficialmente, anche se se ne era parlato nei mesi precedenti, il 26 maggio del 2001 con la dichiarazione di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria, dichiarata appunto a Genova, a Palazzo Ducale. E lì si sente molto la derivazione zapatista, diciamo, di questo tipo di immaginario che le tute bianche tentano di evocare, perché una dichiarazione che viene fatta da una cinquantina di persone in tuta bianca e passamontagna, più tre persone senza passamontagna. Io ero una di quelle. Mit diesen weißen Anzügen nahm der fatale Irrtum in Genua seinen Lauf. Man missverstand die Kriegserklärung der Tutte Bianche, die die Lektion des Zapatismus wieder aufgegriffen hatten. 111 von ihnen kehrten gerade erst aus Chiapas zurück, darunter auch Federico. Dort hatten sie als Leibwächter unter Subkommandante Marcos gedient und eine Strategie des friedlichen Widerstands entwickelt, der sich radikal vom Terrorismus der Roten Brigaden distanzierte. Indem sie zwei Monate vor dem G8-Gipfel diese Kriegserklärung aufsetzten, glaubten sie, auf symbolischem Weg angreifen und ein Mediengefecht austragen zu können. Quello che ricordiamo come simbolo di questa marcia sono le molte mani che si stringono intorno ai comandanti, il cerchio che gli abbiamo fatto intorno. E l'ultimo cerchio è stato probabilmente quello che abbiamo prodotto intorno a Città del Messico, quando loro hanno parlato a un milione di persone. Vogliamo ricostruire questo cerchio, soltanto che questa volta, al posto che proteggere chi lotta contro l'impero, questa volta chi sarà circondato da questo cerchio sono proprio i vertici di questo impero. Questo faremo a Genova e questo sarà il nostro assedio. La dichiarazione di guerra fu scritta la sera prima che fosse recitata e fu scritta dopo una notizia che era uscita sui giornali nazionali, su Repubblica, sul Corriere della Sera, su tutti i giornali italiani, producendo grande scalpore, ed era la notizia secondo la quale a Genova ci sarebbero stati i militari a proteggere il vertice.
Cioè, oltre alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai corpi che ordinariamente sono impiegati nelle azioni di piazza, ci sarebbero stati anche militari dell'esercito. Questo elemento fu quello sul quale cominciammo a ragionare, pensando al fatto che si trattavano i manifestanti come dei nemici di guerra. E per rovesciare questo tipo di piano scegliemmo come contromossa di scrivere questa dichiarazione di guerra. Era evidentemente una dichiarazione di guerra non solo virtuale, ma in qualche modo paradossale. Era un modo di giocare con la guerra per cercare di depotenziare questo tipo di arsenale comunicativo che il Ministero degli Interni, che il governo aveva messo in atto. Bis zum Freitagmorgen geisterte immer wieder das Thema Krieg durch die Medien. Jeden Tag beschwor die italienische Presse die vermeintliche Konfrontation und stellte Bilder von Polizisten und Demonstranten einander gegenüber. Für Genua hatten die Truppe Bianca auf ihre weißen Anzüge verzichtet, um sich nicht von den anderen Demonstranten abzugrenzen, vor allem denen aus Süditalien. Von nun an nannten sie sich auch nicht mehr Truppe Bianca, sondern Disobediente, die Ungehorsamen. Ihre Taktik bestand darin, die Grenzen der Legalität durch gewaltfreien Widerstand auszudehnen. Als sie das Calini-Stadion verließen, waren sie über 800. Mit Schaumstoffpolstern geschützt und mit Helmen ausgerüstet. Sie sahen aus wie echte Soldaten, wie eine Art Lumpenarmee. Gegen 14 Uhr bewegten sie sich in Richtung Rote Zone. Überall vor ihren Zügen sah man schwarze Rauchfahnen aufsteigen. Sie stammten von den Autos, die Mitglieder des Black Bloc in allen Teilen der Stadt anzündeten. Der Name Black Bloc war im November 1999 in Seattle geprägt worden. Er geht auf den Ausdruck schwarzer Block zurück, mit dem die deutsche Polizei autonome Gruppen bezeichnet. Im Gegensatz zu den Pinks und den Ungehorsamen setzte der Black Bloc auch auf Gewalt gegen Gegenstände. Zerstört wurden Autos von noblen Marken, Bankfilialen oder Firmenschilder multinationaler Konzerne. Den ganzen Freitagvormittag über hielten sich mehrere hundert Black Bloc-Mitglieder im Zentrum von Genua auf. Auf der Piazza da Novi, unweit der Roten Zone, konnten sie sich gänzlich unbehelligt von der Polizei mit Steinen und Stöcken ausrüsten. Zunächst wurden sie von den anderen Demonstranten, den Bauern und Gewerkschaftsvertretern, auf die hinteren Plätze verwiesen. Später griff die Polizei ohne Unterschied alle Demonstranten an. Manche flüchteten sich zum Meer, andere in den Norden der Stadt, zur Piazza Manin. Federico und seine Ungehorsamen wussten, dass es im Stadtzentrum bereits zu Zusammenstößen gekommen war. Dennoch begaben sie sich dorthin. Als sie sich der Roten Zone näherten, war der von ihnen angestrebte symbolische Krieg schon längst kein Spiel mehr. A sistemarci in corteo. Io mi sono subito informato per capire dove erano i compagni di Bologna, a che altezza del corteo. Mi ricordo che ero molto felice del fatto che alla testa del corteo si fossero messi i compagni e le compagne del Forte Prenestino che avevano dipinto gli scudi e che li avevano resi ancora più colorati, giocosi, ironici. E mi ricordo che aprivano il corteo otto corpi con otto volti di maiali. Ed era anche un elemento dissacrante rispetto all'attenzione, fra virgolette, militare che si era costruita da parte dei media sulle tute bianche. Come dire, era una cosa che mostrava i caratteri di questo esercito, e cioè la facoltà di parola, la capacità di essere ironici, dissacranti, sdrammatizzanti. E mi ricordo che mi ripetevo di dover riuscire a dire dal camion e riuscire a spiegare dal camion
che eravamo un esercito protetto, perché eravamo un esercito di uomini e donne che avevano paura e non coraggio, esattamente il contrario, forse generosità, però certamente paura. È un corteo che è munito di una serie di strumenti di difesa, sono gli strumenti della disobbedienza civile, sono protezioni. Noi non abbiamo armi offensive e oggetti atti ad offendere, perché la nostra intenzione è semplicemente usare il corpo per invadere la zona rossa. Perché il mondo è pieno di zone rosse. Quella di Genova non è né la prima e purtroppo né l'ultima delle zone rosse che si creano in questo mondo. È la stessa zona, è la stessa linea rossa che è sulla frontiera d'Europa, quella frontiera insanguinata dal sangue dei migranti che non possono attraversare le frontiere. Gegen 3 Uhr nachmittags näherte sich der Zug der Ungehorsamen der Roten Zone. Zu jener Zeit waren Leila und die Pinks noch auf der Piazza Manin weiter im Norden. Sie lehnten es ab, sich wie Soldaten mit Plexiglasschilden und Gummirüstungen auszustaffieren. Zum ersten Mal überhaupt waren die Ungehorsamen so zahlreich. Die Karabiniere griffen zuerst an. Dabei missachteten sie die Zusage der Präfektur, die Ungehorsamen bis zum 400 Meter entfernt gelegenen Bahnhof von Brignola weiterziehen zu lassen. Man nahm ihre Kriegserklärung für bare Münze. Mi ricordo questo rumore violentissimo dell'urto dei manganelli sugli scudi, delle persone che andavano avanti, delle altre che andavano indietro, una grande ressa, e noi che non riuscivamo a capire, che non riuscivamo a spiegare, tentavamo di immaginare rispetto a quello che prevedevamo che le maschere antigas funzionassero, che gli scudi collettivi reggessero una carica di contenimento, perché era la carica un corteo che non voleva attaccare nulla, voleva solo avanzare lentamente. E beh, quando ha cominciato a diradarsi il gas abbiamo cominciato a vedere le prime teste sanguinanti, moltissimi scudi a terra, le persone che vomitavano per il gas, delle maschere blu lanciate, e abbiamo cominciato a capire che c'era qualcosa che stava andando diversamente da quello che pensavamo. Il corteo ha avuto il tempo di arretrare un po' e di ricompattarsi. Il camion in quel momento era d'intralcio perché aveva imboccato via Tolemaide, che era molto stretta, un budello, e aveva il problema di ostruire la fuga dei compagni, che altrimenti rischiavano di rimanere fissati, schiacciati davanti, mentre dopo una carica è fisiologico che si arretri, anche se si è pronti a tenere. Beh, la cosa che io mi ricordo è come sensazione, sono sceso anche dal camion un attimo a vedere che stava succedendo, è una grande paura, perché ho visto un mio compagno del TPO che si chiama Luca con la testa che gli sanguinava. E tutti che dicevano pazzesco, pazzesco, incredibile. Cioè, ho subito avuto la percezione del fatto che per tutti era una cosa molto nuova e qualitativamente molto diversa. Federico blieb zurück. Er folgte den anderen im vorderen Teil des Zuges nicht. Er erlebte nicht mit, wie es war, als sie für kurze Zeit an ihren Sieg glaubten. Es war nach dem ersten Angriff, der Zug hatte sich aufgelöst. Der Gegenangriff der Ungehorsamen war von der Taktik des Black Block nicht mehr zu unterscheiden. An die Stelle des symbolischen Krieges war eine Stadtguerilla mit Siegern und Besiegten getreten. Kämpfe gingen noch lange weiter. Es gab Angriffe und Gegenangriffe, halbherzige Barrikaden und Verletzte auf beiden Seiten. Das alles war nur natürlich. Jede Generation braucht ihren Krieg. Eines hat man bei der Schlacht von Genua nicht begriffen, etwas Existenzielles. Das Verlangen nach Gewalt wird übermächtig, wenn überall nur noch Langeweile herrscht. Credo che Genova sia indimenticabile. Credo che segni la fine di un ciclo di lotte. E credo che io non vivrò mai più 3 giorni come quelli che ho vissuto a Genova. E non vivrò mai più mescolate insieme quegli entusiasmi, quelle emozioni e quella paura
pazzesca che ho provato durante i giorni del G8. Però alla domanda se la rifarei, la risposta è sì. Magari tenendo per mano Carlo. Giuliano Giuliani ist Gewerkschafter. Er lebt auf den Anhöhen von Genua. Er ist der Vater von Carlo, dem 23-jährigen Demonstranten, der am späten Nachmittag jenes Freitags starb. Am Morgen nach dem Tod seines Sohnes rief er im Fernsehen zur Beruhigung der Gemüter auf. Mittlerweile hat er eine Generation kennengelernt, von der er vorher kaum etwas wusste. Non ritengo che sia molto significativo che cosa abbia fatto io il 20, ma al mattino sono stato in cooperativa, come gli altri giorni, e poi nel primo pomeriggio, percorrendo l'autostrada che da Bolzaneto viene verso il centro, assolutamente da solo, perché non c'era nessun altro su quell'autostrada, sono arrivato a casa. E ho cominciato a seguire le notizie che venivano da un paio di televisioni locali che trasmettevano dei servizi. E ricordo che una cosa che mi colpì fu che la televisione riprendeva un tratto di piazza, della piazza che è davanti alla stazione Brignole. E il telecronista segnalava, al di là del tunnel della ferrovia, la presenza di fumi, di scoppi, erano i cosiddetti black block che probabilmente incendiavano un distributore di benzina, come poi si è saputo. E lo stesso telecronista diceva che attendeva da un momento all'altro il fatto che le forze dell'ordine andassero in quella zona per far cessare quelle devastazioni. E non si è mosso nessuno. Alle 3 ho telefonato a Carlo. Carlo mi ha risposto. Era a Piazza Manin. Mi ha detto che sì, c'era qualche problema, ma di stare assolutamente tranquillo. Io nel tardo pomeriggio, nella serata, ho seguito ancora per televisione quello che era successo quando si è diffusa la notizia che un ragazzo era stato ucciso. La televisione italiana parlava di uno spagnolo e anche dalle immagini che sono state diffuse non ho proprio riconosciuto Carlo, neanche mia moglie è stata capace di questo, anzi mia moglie alla sera disse poveretta quella madre. Poi quando è stata diffusa la famosa foto Reuters, a me è parso di riconoscere sulla spalla destra di Carlo il tatuaggio e ho avuto una specie di svenimento. Probabilmente era il rifiuto di voler pensare a una cosa così terribile. Um 15 Uhr überquerte Carlo Giuliani hier links mit nacktem Oberkörper die Piazza Manin zur selben Zeit wie Laila. Er verließ den Platz anschließend, um sich Federicos Zug in der Via Tolemaide weiter südlich anzuschließen. Er trug nun ein weißes Achselshirt und eine Strumpfmaske. Hier sehen wir ihn in der Mitte der Straße. Carlo Giuliani gehörte keinem Zug an. Er war weder ein fröhlicher Subversiver wie die Pinks, noch ein Rhetoriker wie die Tote Bianche oder ein Anarchist wie die Black Block-Leute. Noch am Morgen hatte er an den Strand gehen wollen. Um kurz nach 5 beteiligte er sich wie viele andere an den Straßenschlachten gegen die Polizei. Dabei wurde Carlo Giuliani
um 17.27 Uhr auf der Piazza Alimonda nahe der Via Tolemaide getötet. No! No, porca troia! Verde! Poi verso le 11 hanno suonato alla porta di casa. Era la polizia che ci ha detto che dovevamo andare in questura. E allora ho capito quello che era successo. E poi in questura ci hanno detto in maniera molto esplicita e senza troppi preamboli che si trattava di Carlo. Poi ci hanno impedito di vederlo perché il corpo era stato messo sotto sequestro. E abbiamo potuto farlo solo il sabato mattina. È stata, come è facile immaginare, la cosa più devastante che possa succedere a due genitori. Perché perdere un figlio è contro natura. È proprio contro natura, perché sono i figli che ti devono portare sottoterra. Non devi farlo tu. Jahrestag von Carlo Giulianis Tod, am 20. Juli 2002, herrschte ein Menschenauflauf auf der Piazza Gaetano Alimonda. Laila und Federico waren auch da, doch sie gingen in den Menschenmassen auf dem Platz unter. Ungefähr 100.000 waren hierher zurückgekehrt. Es war ein seltsamer Jahrestag. Es gab Luftballons wie bei einer Kirmes und ernste Gesichter wie bei einer Totenmesse. Gefeiert wurde hier nicht ein Toter, sondern ein Märtyrer, eine Ikone, ein junger Mann wie jeder andere. Am ersten Jahrestag von Carlo Giulianis Tod konnte man in den Gesichtern vor allem eines lesen. Man hatte einen Helden für den gemeinsamen Kampf gefunden. Thank you.
Damit hätten die Ereignisse in Genua enden können. Eine ganze Generation im Kriegsspiel gegen eine schlecht vorbereitete und nicht ortskundige Polizei. Karabiniere und Polizisten, die die Grenzen des Zulässigen überschreiten und bei der Verteidigung der roten Zone freie Hand haben. Ein Toter und mehrere Dutzend Verletzte, allein an jenem Freitag. Möglicherweise hätte man die Brutalität der Polizei in Genua dann als Verkettung unglücklicher Umstände werten können. Doch die Gewalt ging weiter. Am nächsten Tag, dem 21. Juli 2001, der letzte Tag des Gipfels, wollten alle Organisationen gemeinsam aufmarschieren. 300.000 Menschen hatten sich auf der großen Prachtstraße am Meer eingefunden. Im vorderen Teil kam es zu Zusammenstößen. Beendet wurde das Ganze durch eine Säuberungsaktion der Polizei. Das ist Mark Corvel, genannt Sky. In Genua arbeitete er für Indymedia, ein unabhängiges Mediennetzwerk. Er arbeitete im Medienzentrum gegenüber der Diaz-Schule. Hier startete die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen letzten Angriff. Mark lag danach 12 Tage im Krankenhaus. Es dauerte einen Monat, bis er wieder laufen konnte. I can never forget and I'm very angry about what they did. I'm a non-violent person. I will refuse to harm anybody or any animal or anything on this planet. I came to Genoa to call it present the truth because, you know, Indymedia is biased against capitalism and globalization, but I wanted to come and report the other side that the corporate media would not tell. The corporate media were painting the movement as very violent and we were trying to do everything to say, look, you know, we want peaceful protests. And it has sometimes lost in the story that although some organizations like Kibastin and Black Bloc did go up and, you know, use controversial violent methods, perhaps, and destruction of property to make their point, the vast majority were here for peaceful protest. We were formed just before Seattle in November 1999. At that time at Seattle, there was just one website that had over 2 million hits afterwards, and everyone on the web, you know, activists, protesters, everybody realized the power of the internet, and thus, you know, Indymedia was born. Today we have a worldwide network of, you know, websites in 105 cities worldwide in 70 countries. Indymedia has been accused many times of organizing these demonstrations, but we do not. That is done by email anyway. At Genoa, over 450 Indymedia people came from many different countries worldwide to come to the Diaz. They brought their laptops. We set up 60 computers there. It was the biggest Indymedia operation ever. Many people arrived here not really understanding why, you know, what were the issues. You know, how do you include the views of 6 billion people worldwide when confronting the G8? It's never been done before as such. I mean, my role here was to, as I said, to broadcast the events. I didn't realize that, you know, as I came to Genoa to report on this story, I didn't realize I would become a story. Es war kurz vor Mitternacht. Der Gipfel war beendet. Staatschefs, Delegationen und viele Demonstranten hatten die Stadt bereits verlassen. Die verbliebenen Demonstranten kehrten zur Diaz-Schule gegenüber dem Medienzentrum zurück, um sich auszuruhen oder ein wenig zu schlafen. Die Polizei stürmte das Gebäude. Von den 93 Demonstranten in der Schule mussten 62 ins San Martino-Krankenhaus von Genua eingeliefert werden.
12 davon schwer verletzt. Ihnen allen wird zudem vorgeworfen, die Krawalle organisiert und an den Sachbeschädigungen mitgewirkt zu haben. Der offizielle Polizeiauftrag laut Durchsuchungsbefehl war das Auffinden von Mitgliedern des Black Bloc sowie von Anarchisten und Gewalttätern. Im Laufe des vergangenen Jahres stellten sich sämtliche Beweisstücke der Polizei als gefälscht heraus. Die beiden am Abend des Überfalls entdeckten Molotow-Cocktails wurden von den Ordnungskräften selbst deponiert. Ein Expertenbericht bewies zudem, dass der angeblich niedergestochene Polizist gelogen hatte. This is where it happened. I came running. I was the only... Sebastian and me, we came running out. Carabinieri and the police were coming down the road here. I came running out of the road here. Right, Carabinieri... And then I was... over here. And then... bash, bash, bash. And then I was left there without medical aid. And I just tried to stay alive. It was so hard. My whole left lung had gone, all my ribs on my left side had gone. My arm was smashed. I'd been hit over the head, right? But the only thing that saved me was slipping into consciousness. Unconsciousness, I should say. It has been a very long road back from that night for my life. The last thing I remember was this Carabinieri. He came running along like this and then leaned over, and all I imagined I saw was this 6-foot Darth Vader soldier standing above me with his baton, and then straight on my head. Even when I was bleeding with all the broken ribs and punctured lung and I couldn't go anywhere, they were still beating me. Just seem very strange that it's so peaceful here now, as though nothing ever happened. I just hope this never happens again. I don't want more people to die. What for? It's crazy. I mean, I have nightmares every night. I can't sleep. I just hear the screams. The last thing I remember is all the screaming coming out of this building. Sarah Bartesaghi, eine junge Mailänderin. Auch sie wurde in der Diaz-Schule niedergeknüppelt. Danach verfrachtete man sie nach Bolzaneto in eine Polizeikaserne außerhalb der Stadt, in der viele Demonstranten gefoltert wurden. Ein Jahr nach den Ereignissen in Genua war sie unschlüssig, ob sie hierher zurückkehren und eine Aussage machen sollte. Ihre Mutter überredete sie schließlich dazu. Es war eine Versammlung der Opfer der Diaz-Schule. Irgendwie ähnelte das Ganze einem Veteranentreffen. Mark Covell war da. Und Giuliano Giuliani. Und Sarahs Mutter, eine ehemals engagierte Kommunistin. Se volete posso dire un po' quello che è successo, però soprattutto quello che mi ha colpito e mi ha fatto male in questo periodo è stato che è quello che mi è stato detto un sacco di volte, che non c'entravo niente, tutti i miei amici, ma non è questo il problema, cioè che io sia stata, che io sia una brava ragazza, che io in quel momento non abbia avuto un piercing e non abbia avuto dei tatuaggi.
cioè non ha senso, perché comunque queste cose non devono accadere a priori. Non importa che alla Diaz c'erano, come vedete, delle persone non violente e che non hanno mai fatto male a nessuno, hanno intenzione di farlo. Non è questo il problema è proprio alla base. Queste cose non devono succedere neanche se nella scuola ci fossero stati i peggiori delinquenti del mondo, perché non è possibile, non è concepibile che qualcuno entri. Sono stata picchiata durante 3 giorni di manifestazione, ho chiesto ai miei 2 simpatici amici di accompagnarmi a prendere lo zaino da Diaz. Dai, andiamo a prendere lo zaino insieme, 5 minuti e poi prendiamo il treno. Così non è stato e siamo entrati lì. Eravamo lì, mi stavo lavando i denti, e è entrata la polizia devastando tutto. Io non ho ragionato, abbiamo iniziato che forse era meglio stare lì fermi con le mani in alto, ma a quanto pare non sarebbe cambiato nulla, e ci siamo messi a correre sulle scale. Siamo arrivati io e Matteo, Ivan l'abbiamo perso a un certo punto, ci siamo nascosti in un bagno e abbiamo sentito la furia della polizia che saliva e le luci che si accendevano, ci hanno manganellato, e veramente la cosa più scioccante è vedere la loro voglia di farti del male. Veramente tu li vedevi che loro proprio godevano nel farlo, e questo che più ti sciocca. C'è un poliziotto che mi ha preso sotto braccio, probabilmente, come ho già detto, perché sanguinava la testa e poi ero italiana e non avevo molti piercing, quindi insomma potevo essere anche una persona normale, e mi ha preso sotto braccio e gli altri diceva agli altri poliziotti di non picchiarmi, perché secondo lui, appunto, non so perché, ma comunque non doveva perpetrarsi la violenza, e loro non riuscivano a trattenersi proprio, non ce la facevano, erano talmente, continuavano a manganellarmi, sputarmi in faccia, a dirmi proprio, non c'era una tale forza, una tale violenza, una tale cattiveria che non ho mai visto prima. Poi ci hanno messo tutti in basso alla stanza, ho visto nei pianerotti delle scale la gente ammassata, tra cui Matteo, e tutti i poliziotti che scendevano dalle scale e continuavano a manganellare su di loro. Quando eravamo tutti insieme riuniti a chiamare l'ambulanza, dicevano che l'ambulanza l'avevano già chiamata e di non preoccuparci, prendevano quei manganelli, avevano trovato una maglietta nera, l'hanno presa con i manganelli, dicevano ah, guarda cosa abbiamo trovato, come se una maglietta nera volesse dire qualcosa. E poi dicevano, beh, così vogliamo vedere se la prossima, dopo quello che abbiamo fatto, vogliamo vedere se la prossima volta ci tornate a manifestare ancora. Di qui, vabbè, una serie di cose, insomma. Poi sono andata in ospedale, mentre i medici mi cucivano la testa, mi dicevano che avevo quanti danni erano stati fatti al loro Genova, e poi c'erano gli stranieri che mi facevano leggere le loro carte che erano state, c'era scritto che si erano fatti male durante le manifestazioni, e invece io, come italiana, avevo fatto scrivere che ero stata manganellata dalla polizia. C'era una ragazza vicino a me che semi-incoscienza, con tutta la mandibola spaccata, e comunque lì in un angolino dell'ospedale, poi è stata trasportata subito con me a Bolzaneto. E a Bolzaneto niente, a Bolzaneto delle croci rosse in faccia col pennarello per distinguere i manifestanti che venivano dalla Diaz dai manifestanti che venivano da Sconti di Piazza. Tutti i tipi di insulti, gente, un ragazzo con una gamba rotta messo al centro della stanza perché era una cosa molto simpatica da fare, eccetera, così. Poi forse ne avete già, noi purtroppo queste cose le abbiamo già sentite un sacco di volte, continuiamo a ripetercele fra di noi, e finché queste cose non andranno sui media, alla televisione, sui giornali, veramente, noi lo so, le avete già sentite queste cose, è inutile continuare a farci del male, perché le sappiamo già. Purtroppo queste cose devono arrivare a qualcun altro, e spero che facciamole arrivare, sono cosa dire. Ciao. Di polizia.
polizia che sembra non finire mai. Pochi minuti dopo la mezzanotte la polizia ha iniziato un'irruzione all'interno del centro stampa del Genoa Social Forum, dove si stava lavorando alla raccolta di prove. Heute lehrt Laila Dackli Sozialgeschichte an der Universität in Rennes. Federico hat sein Jurastudium in Bologna wieder aufgenommen. Bald wird er Anwalt sein. Giuliano Giuliani ließ sich im Stadtrat von Genua für die Liste der Linksdemokraten aufstellen. Er wurde nicht gewählt. Mark Kowal steht noch immer unter Anklage, die Sachbeschädigungen bei den Demonstrationen organisiert zu haben. Er bereitet sich auf seinen Prozess vor. Sarah ist nach Mailand zurückgekehrt. Ihre Mutter hat ihr politisches Engagement wieder aufgenommen. Sie hat ein Komitee für Wahrheit und Gerechtigkeit gegründet, das über polizeiliche Gewalt aufklärt. Insgesamt 450 Demonstranten stehen noch immer unter Anklage, an den Sachbeschädigungen in der Stadt beteiligt gewesen zu sein. Ihnen drohen Gefängnisstrafen von 8 Jahren und länger. Mario Placanica, der Carabiniero, der des Mordes an Carlo Giuliani angeklagt ist, verlangte über seine Anwälte 30.000 Euro plus Steuern für ein Interview mit uns. Noch immer beruft er sich auf Notwehr. Wegen des Überfalls auf die Diaz-Schule mussten sich 80 Polizeibeamte einer Untersuchung unterziehen. Ihnen wird Falschaussage und Verleumdung vorgeworfen. Die Demonstranten sagen, Genua war der Versuch, den Protest der Globalisierungsgegner zu brechen. Für Silvio Berlusconi war der G8-Gipfel von Genua rundum gelungen. Die Prozesse werden noch das ganze Jahr über andauern, vermutlich sogar noch länger. Übrigens, diese Straße führt zur Polizeikaserne von Bolzaneto.